So, Freitag, Metro Exodus, wir hoppeln weiter. Wir haben gerade eine riesengroße Fledermaus erschossen, glaube ich. Oh, doch nicht. Die sind ganz schön stark, diese Fledermäuse, ne? Hätte das Vieh bitte die Freundlichkeit einfach umzukippen? Ah ja, schön. Viecher waren Batmans Schutz? Ja, anscheinend. So, das heißt jetzt aber, wir müssen jetzt die anderen kleinen Nager erschießen, oder? Sind das Telepathen? Ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind. Okay, jetzt weiß ich übrigens nicht so richtig, warum ich das eigentlich über alles getan habe. Ne? Also ich habe jetzt hier... Also ich bin über diesen Schrottplatz gelaufen und habe diese Viecher erschossen. Aber warum ich tat, was ich tat... Sam, mein Wetterdienst berichtet wieder von einem aufziehenden Sturm. Wenn ich du... Danke, Tom. Gern geschehen. Halt die Ohren steif. Aha. Oh. Das ist jetzt gerade irgendwie eher ungünstig, ne? Oder war das hier Main Quest? Ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Feuerwache. Ah ne, ich bin wieder ganz am Anfang. Also hinter mir sollte theoretisch noch irgendwie was sein. Ja, ich weiß nicht, ob so ein kleiner Container als Deckung geeignet ist. Da stand gerade irgendwas. Hier vorne hat es eine Hütte. Okay, da vorne stehen noch viel mehr lustige Buchstaben. Ah, das ist der andere Bruder. Schild, Arschgesicht. Weil er verrückt ist. Und ein Arschloch dazu bestiehlt seinen eigenen Bruder. Oh, Strahlung. Na super. Was für ein Gestank! Sprichst du mit mir? Na ja, ich sag dir, mein Bruder ist vollkommen blam-blam. Er glaubt, ich will ihm seinen Anteil am Geschäft wegnehmen. Aha. Wir besitzen einen Autoangel. Fahr mit Recht mit gebrauchten Japanern. Beste Qualität. Mhm. Aus dem Nichts hatten wir ein blühendes Geschäft aufgebaut und dann dreht er durch. Wir haben sogar den Code unseres Safes geteilt. Er kennt eine Hälfte, ich die andere. Darauf waren wir mal stolz. Natürlich kannte unsere Buchhalterin Angela beide Hälften, sonst hätten wir zwei immer im Büro bleiben müssen. Aber wir hatten uns vertraut. Verstehst du? Und dann warf das Arschloch mich raus und nahm mir meinen Geschäftsanteil weg, sodass ich mich jetzt von diesen Ratten ernähren muss. Halt deine Klappe! Nicht nur das, dann ist er auch noch durchgedreht. Sagt, ich hätte das Geschäft übernommen, nicht er. Kannst du dir das vorstellen? Steht er hier in der coolen Mod-Wolke? Ich würde ihn gern wieder zu Sinnen bringen. Jemand muss seine Codehälfte in Erfahrung bringen, sich in den Laden schleichen, die Papiere aus dem Safe holen und sie mir bringen. Aha. Damit kann ich ihm dann zeigen, wer als Inhaber eingetragen ist und ihm beweisen, dass er mich rausgeworfen hat, nicht umgekehrt. Vielleicht wird er dann ja wieder normal. Hör zu, das ist nicht leicht zu merken. Meine Hälfte des Codes lautet 1, 2, 3, 4. Ihr Typen seid schon ein Knaller. Bring einfach seine Codehälfte in Erfahrung und bring mir die Unterlagen aus dem Safe. Es soll auch nicht umsonst sein. Aha. Ah ja. Jetzt werden wir sehen. Ja, wir werden sehen. Aber Gasmaske hin oder nicht, das ist nicht so ein... Wenn sie ihn dir wirklich verrückt ist, dann muss er es zugeben. Aber ist das nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen gefährlich hier in so ein... Also, naja gut, die Hütte sieht nicht so aus, könnte man wirklich drin ersticken, aber... Nee. Ich versuche gerade wieder aus dieser Hütte rauszukommen. Man kann sich vor der Wahrheit nicht verstecken. Aha. War draußen nicht noch Sturm? Habe ich den Sturm jetzt schon wieder komplett verpasst, weil ich mich kurz mit dem Typen verletzt? Lass mich raten, die andere Hälfte dauert 5, 6, 7, 8. Nein, die andere Hälfte lautet 1, 2, 3, 4. Er glaubt, ich wüsste nicht, dass er es ist, der den ganzen Mist hier schreibt. Tja, der hat Unrecht. Okay, das war das Fragezeichen. Dann müssen wir ja nur noch zum Autohandel. Worum mal der eigentlich ist. Ich hab keinen Bruder, sondern einen Monster. Naja, super. Hat schon große... Ach, das sind die Teile der Brücke, die hier rumliegen. Na naja, gut, sieht hier immer noch so leicht stürmisch aus. Aber zwischendurch hat's doch schon leicht gestürmt. Das sind wieder diese komischen Viechers, ne?
Ja, welche Munition ist mir denn das wert, die alles zu erschießen? Weil ich muss da nicht durch. Hm? Irgendwer muss es machen. Da leben noch welche. Ich hätte einfach Boot fahren können, fällt mir übrigens gerade so ein. Diese verdammten Maulwurfratten, ne? Sie werden mich bestimmt wieder aus dem Schatten anfallen hier. Was ist das wieder Munition? Wie habe ich denn überhaupt noch? Na gut. Die Feuermunition, die ich hergestellt habe. Was? Ich höre den Typen von hier noch jammern. Oh. Hey, da war eine Mine. Cool. Ich meine, wie laut kann man in einer Gasmaske reden, dass man den von hier aus noch hört? So, bin ich jetzt wieder so da, wo ich rauskommen bin? Na gut, das ist jetzt... Warte mal, das ist... Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Okay, das ist tatsächlich ziemlich schlecht. Mein Wetterdienst berichtet wieder von einem aufziehenden Sturm. Dann müssen wir nachspielen. Okay, gut. So weit wie möglich nachgespielt jetzt hier. Und das Wetter wieder überlebt. Diesmal speichern wir vorher. Ist das hier der Michaels freundliche Autohandel? Ich kann leider immer kein Kyrillisch lesen. Ich glaube auch nicht, dass ich diesen Leben nochmal lernen werde. Obwohl Kyrillisch lesen, also nur die Buchstaben, ist, glaube ich, eine Fähigkeit. War denn echt diese komische Mine? Da irgendwo. Jetzt habe ich voll reingelaufen, ne? Dadurch, dass hier auch so viel Müll rumliegt, kann so eine Mine auch leicht übersehen. Hm. Naja. Okay, rennen wir erstmal zum Autohandel des ehrlichen Michael. Ich glaube zumindest, dass es ist. Ich meine, das sieht ein bisschen aus wie ein Steuerkreuz, ne? Das wird schon sein. Nur wahrscheinlich rauskriegen, dass oder Angela sich schon vorher 100 Meter stehende Autos rum. Sich schon mit allen davon gemacht hat. Ich nehme mal lieber die freundliche Schrotflinte übrigens. Die ist in solchen Situationen, glaube ich, mal die bessere Waffe. Wahrscheinlich war das hier alles überschwemmt und hat es ein bisschen durch die Gegend geschmissen, ne? Wahrscheinlich der Tresor. Könnte man damit rechnen, dass es eine der letzten Sachen sind, die überlebt haben, ne? Hallo Bienenmudi, ich hoffe, es geht dir gut. Und den Bienen. Logischerweise. Bisschen Zeug hier noch. Kommen wir da wieder raus aus der Hütte hier. Hier sieht es noch erstaunlich so aus, als hätte das. Jetzt hätte man den Laden gestern hinter. Na. Natürlich rennt hier wieder was rum. Kann ich brauchen. Also gut, dass die hier so viele Kugellager aufbewahren in ihren. In ihren Autohandel. Mit den gebrauchten Japanern. Jetzt wird das Licht hier schon wieder bunt. Weil auf der einen Seite ist dieses komische Akkuladegerät hier, was die hier haben, natürlich eine riesen Erfindung. Auf der anderen Seite ein bisschen nervig, dass das Licht anfängt zu schwanken, sobald das Ding unter 90% Strom ist und man eigentlich nur mit Aufladen beschäftigt ist. Komme ich nicht davon überhaupt durch? Ich gebe mein Bestes. Ja, der Tresor im Hintergrund. Okay. Irgendjemand möchte mich hier nerven, glaube ich. Ich hoffe, es sind... Ah, das ist der Tresor. Sesam, öffne dich. Ah, hier sind die Unterlagen, nach denen die Brüder suchen. Aha, ich bin aber gespannt. Nein, ich habe was übersehen. Unternehmensurkunde, Fahr mit Recht, GmbH, Gründungsurkunde, Vladivostok 2013. Artikel 1, allgemeine Bestimmung. Die folgende Gründungsurkunde ist die Körperschaftsurkunde der Fahr mit Recht, GmbH, im Folgenden als Unternehmen bezeichnet. Sie regeln die Aktivitäten des Unternehmens. Das Unternehmen ist ein Rechtskörperanhalt mit Basis der Urkunde nach dem Bundesgesetz für Gesellschaft. Bundesgesetz? Das haben sie auch sehr eingedeutscht, oder? Egal. Einer der Inhaber des Unternehmens ist Tutkina Angela Ivanova. Das Unternehmen wurde ohne zeitliche Begrenzung begründet. Artikel 2 des Unternehmens, vollständiger Name des Unternehmens in Russisch, Fahr mit Rechtsgesellschaft beschränkte Haftung, abkürzter Name des Unternehmens Fahr mit Recht GmbH. Hey, es gehört der Sekretärin. Prigodica. Die gute Fahr mit Rechts GmbH. Lässt sich nicht öffnen. Sesam, öffne dich. Ob ich die tote Sekretärin hier drin finde? Oh ja, tatsächlich, da ist sie.
Oh, die Stimme kennt man aber auch. Aber schön, dass die Sekretärin hier sichtbar, das ist auch so gut zu sehen, dass die Sekretärin ist. Toller Fund. Aha. Da bist du ja. Hast du die Unterlagen besorgt? Gib sie mir. Ja, gib sie uns. Jetzt werden wir sehen. Jetzt kommt es ans Licht. Genau wie du wolltest. Los, lies vor, was da steht und verarsch mich nicht. Warum hat der eigentlich eine Gasmaske auf die ganze Zeit immer noch? Schon gut, schon gut. Aha, siehst du? Alleiniger Inhaber. Na, warte mal. Aber warum... Tutkina Angela Ivanov. Verdammt! Also hat Angela uns beide rausgeworfen. Tja. Diese Schlange. Nein. Dieses Miststück. Wie konnte sie nur... Und wegen ihr habe ich einen Hass auf meinen Bruder geschoben. Bruder. Oh nein. Bruder. Verzeih mir, Bruder. Vergib du mir! Wie konnte ich dich bloß so behandeln? Ich war nicht besser. Ich habe es auch geglaubt. Ich hätte es besser wissen müssen, wirklich. Sie hat mir Lügen über dich erzählt. Ich hätte es wissen müssen. Das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt wird alles wieder gut. Wir werden es wieder aufbauen. Wir werden alles wieder aufbauen, Bruder. Ganz von vorn. Genau wie damals. Dann höre ich es mal. Ich hab mit einem Bruder. Oh, ich auch. Genau wie früher. Dass ich an dir zweifeln konnte. Es tut mir leid. Vor allem auch schön, dass die gute Angela ja auch nicht so richtig was davon hatte, ne? Die ganze Story hat ihr überhaupt nichts gebracht. Na gut, dann ist hier dieses Fragezeichen auch weg. Das heißt, wir können uns zum nächsten Fragezeichen begeben. Wir haben leider immer noch einen Text übersehen. Okay, warte mal, vorne sind noch Viecher. Biester! Eins war das. Oh ja. God damn it! Das sollten jetzt aber diesmal wirklich alle gewesen sein. Niemals ohne Medipack. Ja, ich glaube, ich wechsle mal die Munition wieder auf die andere. What? Was piept hier? Das Ding ist halt... Warum gibt es hier eigentlich überhaupt noch... Minen? Wenn diese Viecher die ganze Zeit rumspringen. Ich meine, das sind wirklich viele. Und man möchte eigentlich damit rechnen, dass sie innerhalb eines Tages... Hallo? Vor uns sind 3 Minen. Dass sie es schaffen, innerhalb von einem Tag eigentlich hier jeden Quadratzentimeter dieser Landschaft hier abzuhalftern, oder? Okay. Wer bist du? Nee, Plocher. Er hat ein Problem mit seinem Bein, würde ich mal sagen. Ich nehme mal stark an, dass die Minen... Ach, da hinten ist hier so ein scheiß Käfer. Wie feuerfest sind wohl diese Käfer? Mit Käfer meine ich natürlich die Murlocs. Geht so. Nicht so doll. Cool. Also mich herum sind tausende von Minen. Ich krieg selber immer mehr. Ich bin jetzt gleich aus dem Wasser angegriffen, oder? Oh, fuck. Oh, vor den Minen wegzurennen klappt nicht so gut. Naja. Naja. Dieses Miststück! Oh, was? Das war mein letztes Safe-Game. Ich dachte, ich hätte früher gespeichert. Naja, gut. Das ist ja zum Glück ruckzuck nachgerannt, die Szene. So, dann müssen wir jetzt noch die Wühlmäuse nochmal erschießen. So, da. Das sind 3. Okay, jetzt ist da hinten als erstes am besten. Darf ich nicht heimlich... Fuck, die haben mich gesehen, oder? Jetzt gibt es hier noch 2, ne? Da sieht man übrigens mal wieder, dass... das langsam schnell ist, ne? Alter, ich hab doch geschossen!
Was das wieder Munition kostet? Da hinten lebt noch so ein Vieh. Ach. Naja, an sich ist die Feuermunition billig, ne? So, Quicksave? Ah, Quicksave. Die Brüder sind immer noch zu hören. Das ist die Frage, lohnt sich das jetzt in irgendeiner Hinsicht, hier nach rechts und links zu laufen? Oder ist hier einfach nichts? Weil da hinten die Ruine kommen auf jeden Fall nicht rein. Und ich glaube halt immer noch, dass ich ganz schön viel Zeug verpasst habe, weil ich einfach noch nicht zur See gefahren bin. Zur See meine ich mit diesen kleinen Bötchen, aber irgendwas stoppt doch hier im Wasser rum. Super Gefühl auf jeden Fall, wenn irgendwas rumplanscht. Oh, hi. Da vorne haben wir noch was. Ist das im Wasser schon weg? Ech. Das ist ein bisschen anstrengend mit diesen Wasserviechern, finde ich. So, du droppst dich. Wie viele Minen um mich herum es auch einfach gibt. Da vorne bin ich ja gerade. Ach, da ist die Mine, Leute. Die habe ich übersehen. Das Minenentschärfungstraining zahlt sich ordentlich aus. Ja, ja. Das Ding ist, wie funktioniert die Mine eigentlich? Ist das eine Annäherungsspule? Die sieht so ein bisschen so aus, ne? Als hätte sie eine. Das wäre wirklich im klassischen Sinne eine Annäherungsmine mit Hightech. Also so vergleichsweise hier zu dem anderen Zeug. So, und was muss ich mir jetzt mehr Sorgen machen? Dass mich jetzt eine Mine in die Luft sprengt oder so ein Vieh? Na gut, hier ist auf jeden Fall die Ruine, wo sie mir, glaube ich, vorhin erzählt haben, wo die geilen Typen drin waren. Die müssten noch die besonders großen Krüppel drin sein. Warum mal die jetzt Viecher jetzt offiziell Krüppel heißen? Okay, das ist eine nicht aktive Mine, würde ich mal vermuten. Oh. Nein, Notiz eines Technikers. 2. Juli. Tja, ihr Mistdinger, damals habt ihr mich nicht gefressen, also passt jetzt auf eure Arsche auf. Ich komme jetzt mit einem Kollimator an meiner Waffe zu euch. 7. Juli. Tja, was habe ich mir da wohl gedacht? Bei meinem Sehvermögen ist es völlig egal, was ich an der Waffe montiere. Aus nächster Nähe könnte ich sie wohl treffen, aber es gebe ihnen nur die Chance, am Ende zu Ende zu bringen, was sie bereits angefangen haben. 100 Schuss habe ich rausgehauen und keinen einzigen Treffer war dabei. Alex hat gesagt, dass in der Nähe ein altes Lager voller Antipersonenminen ist. Ich sollte wohl mal nachsehen. 13. Juli. Jawohl, die Minen sind hier. 28. Juli. 2 Wochen lang habe ich die Kisten zu meiner Hütte geschleppt. Das sollte reichen. Heute werde ich zum Ausprobieren mal ein Dutzend legen. 1. August. Diese Mistdinger riechen die Minen und kommen nicht näher. Dann wird ein Pferdzimmer wohl die einzige Lösung sein. 3. August. Hab die ganze Nacht Wachen gehalten, 3 von den Viechern in die Luft gejagt. So wird das nichts, das sind Hunderte. Ich muss das irgendwie automatisieren. 8. August. Ich habe ein Dutzend Zünder mit kapazitiven Nährungszündern zusammengesteckt. Zeit, das auszuprobieren. 10. August. Der Zünder funktioniert wie von Zauberhand. Er lockt die Viecher mit seinen Summen sogar an. Tja, dann wird es Zeit, zur Sache zu kommen. Datum weiß ich nicht. Das Schreiben ist schwierig geworden. An meiner linken Hand habe ich keine Finger mehr. Gut, dass ich Rechtshänder bin. Mit dem linken Auge kann ich auch nichts sehen. Es scheint jedoch nicht herausgerissen zu sein. Nur zugeschwollen. Ich könnte trotzdem noch ein paar hundert Zünder machen. Wird Zeit, die Minen zu legen. Das sollte für die gesamte Kolonie reichen. Ah ja, da hat sich so ein bisschen das Problem, wenn man so mit Minen rumfuchtelt. Ne? Man sprengt sich so ein bisschen die Pfoten weg. So, ich nehme mal die Schrotflinte in Anbetracht der Tatsache. Das enge Räume. Okay, es ist also tatsächlich ein. Also. Ja, es sind auch so Kinositze. Das. Die sind kapazitiv. Das klingt ja wirklich sehr danach, als wären die. Du hast eine Granate gefunden. Herzlichen Glückwunsch aber auch. Also, ich funktioniere genauso, wie ich das gesagt habe, dass die halt nicht so klassisch mit so einem Seil ist, weil die. Also, wenn ich so an so die klassischen S-Minen denke, so Zweiter Weltkrieg, die man so aus Spielen zum Beispiel auch ganz gut kennt. Denn die funktionieren ja so, dass die tatsächlich wirklich einen Stolperdraht haben, der dann halt irgendwie was, der irgendwie gespannt ist. Weil so ein Stolperdraht doch echt, also gerade wenn der hart gespannt ist, der kann echt dünn sein, ne? Wir hatten mal beim Bund so ein, also ich war ja bei der Bundeswehr, da erzähle ich mal wieder gerne in dem Fall, da hatten wir so ein Minentraining in so einem Wald gemacht und das, da hatte dann so ein Kosovo-Feldwebel, hatte dann das vorbereitet, das ganze, den ganzen Parcours da und ich glaube, 2 Sachen haben wir gesehen und Rini laufen sind wir in 5 oder so. Also das da war dann irgendwie. Da war dann halt lauter so eine haarfeine Drähte irgendwo im Gebüsch. Also im Wald, wenn der da wirklich immer was Böses will, da hast du echt wenig Chancen, da irgendwie noch rauszukommen. Ein echtes Schätzchen. Also da war echt, das war echt schlimm, wie viel Dinger da einfach nur rumstehen können. Also wie viel Minen sich so finden. Oder, ne? Ein echtes Schätzchen. Oh, wir haben eine neue Front gefunden. Das war schon ziemlich krass. Also es ist halt irgendwie. Also es ist vermintes Gelände. Also du bist ja so schon langsam unterwegs und wenn dir da halt wirklich dein geübter Fallenstein unterwegs ist, naja, da ist eigentlich echt wenig Schauhoffnung, da irgendwie lebendig rauszukommen.
So Halbautomatik-System, genau, das ist ja sowieso das, was... Ich glaube, ich habe in diesem Spiel noch nie was an... Habe ich jemals irgendwie Vollautomatik geschossen? Übrigens auch so eine Bundeswehr-Altlast von mir, ne? Das beim Bund hieß es auch so, dass du eigentlich quasi, außer vielleicht zum Sturmabwehr schießen, schießt du niemals, nie nicht Vollautomatik. Weil ich meine, Munition ist schwer, Munition musst du mitbringen und der braucht das schon, Vollautomatik. Wirklich. Einzelschuss die Macht. Willst du auch was treffen? Außerdem bist du halt ein dunkles Feuer. Aber dafür hat man ja eigentlich ein schweres MG und nicht irgendwie seine Hauptwaffe. Naja. Dann gucken wir uns mal das Lager. Warum hängt das Ding da nicht? Gucken wir uns mal das Lager der Boys hier an. Wo ist es, das Zeichen? So ein anderes, oder? Das klingt nämlich so, als wären hier Menschen unterwegs. Da brauchen wir vielleicht doch, brauchen wir doch eher den Revolver. Aber das war alles beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag.